Bei strafrechtlich relevanten Vorfällen hat man das Recht, Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten und die Anzeigebestätigung zu fordern. Lass dich nicht wegschicken, wir hören immer wieder davon. Die Polizei ist verpflichtet, deine Anzeige aufzunehmen. Nach einem solchen Vorfall kann es sehr hilfreich sein, Täterinnen und Täter zu beschreiben, Zeuginnen und Zeugen zu finden, sowie auch Spuren zu sichern, denn das erleichtert der Polizei die Suche nach tatverdächtigen Personen. Als Betroffene von einem Hate Crime hast du das Recht auf kostenlose Prozessbegleitung. Finanzielle Hürden sollten dich also nicht daran hindern, auch rechtliche Schritte zu setzen. Dafür suchst du eine Opferhilfeorganisation auf, trägst dein Anliegen vor und wirst dort eine Psychologin oder einen Psychologen beigestellt bekommen für die psychosoziale Prozessbegleitung und einen Anwalt oder eine Anwältin für die juristische. Und im Rahmen der juristischen Prozessbegleitung wirst du genau beraten, wie du in Bezug auf Hate Crime deine Ansprüche durchsetzen kannst.